Wenn man immer das macht, was man selbst für richtig hält, kann einem das schon mal sehr auf den Kopf fallen. Vor allem, wenn man das bei einem tollwütigen Zauberzwerg macht. Ja. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Märchenhintergründe. Man hat es vielleicht aus dem Anfangssatz schon mitbekommen. Heute geht es um das Märchen Schneeweißchen und Rosenrot und was es denn damit auf sich hat. Aber vorerst werde ich es mir nicht nehmen lassen, das Märchen in kurzer Form einmal wiederzugeben, da bestimmt eine kleine Handvoll Leute das nicht kennen, weil warum auch immer. Also, es war einmal eine Frau. Diese hatte zwei Töchter und einen Garten. In jenem Garten standen zwei Rosenbüsche, der eine mit weißen und der andere mit roten Rosen. Und weil die beiden Töchter jeweils einem von den Büschen ähnelten, also äußerlich, trugen sie beide den Beinamen Schneeweißchen und Rosenrot. Also die eine hieß Schneeweißchen und die andere Rosenrot. Ja, die Familie war leider auch sehr arm, wie eigentlich jede Protagonistenfamilie in jedem Märchen. Und deswegen mussten die beiden Kinder stets Arbeiten verrichten und ihrer Mutter helfen, so gut es nur ging. Wenn die beiden einmal im Wald umherliefen, um Beeren oder Kräuter zu sammeln, da war es auch fast so, als ob der Wald sie hüten, also beschützen würde. Kein Tier tat ihnen was, keins rannte vor ihnen davon und ihnen geschah keinerlei Unheil. Eines kalten Winterabends aber, als sie alle in ihrer kleinen Hütte saßen, klopfte es an die Türe. Jeder war verwundert, es war doch so kalt und dunkel draußen, aber dennoch öffneten sie die Türe und da stand aber kein Wanderer oder kein Handelsmann. Nein, da stand ein großer, zottiger Bär. Sie waren natürlich alle vorerst sehr erschrocken. Aber dann sprach der Bär zu ihnen und wollte hineingelassen werden. Da es draußen so fürchterlich kalt sei und er sich sonst den Tod holen würde und so. Und dann ließen sie ihn hinein, weil es ist für diese Jahreszeit anscheinend normal, dass Bären sprechen können. Sie klopften den Schnee aus seinem Fell und baten ihn doch, über Nacht in ihrem Hüttchen zu bleiben. Und dies tat er auch. Und nicht nur über Nacht. Im Frühling dann, als alles grünte, ließen sie ihn wieder ziehen. Als es dann wärmer geworden war, schickte die Mutter ihre beiden Töchter in den Wald. Sie gingen gut ein Weilchen, da sahen sie einen Baum, der auf den Boden gestürzt war. Und irgendetwas Kleines sprang an ihm auf und ab. Sie traten näher und erkannten, dass es ein Zwerg war. Als dieser sie sah, schrie und blökte er sie an. »Was steht ihr da? Könnt ihr mir nicht Beistand leisten?« Da traten die beiden näher und erkannten, dass der Zwerg beim Holzhacken wohl sich den Bart im Holz eingeklemmt hatte. Sie wussten nicht, was sie tun sollten, aber da kam ihnen eine Idee. Schneeweißchen holte eine kleine Schere hervor und schnitt ein kleines Stückchen von dem Bart ab, sodass der Zwerg wieder frei war. Und da wurde er noch zorniger und schrie die beiden an, wie sie es wagen könnten, ihm seinen zauberhaften Bart abzuschneiden. Er packte seine Sachen und stapfte wütend davon. Eines anderen Tages sollten Schneeweißchen und Rosenrot ein paar Fische auftreiben gehen. Und so gingen sie beide zu einem Teich, um zu angeln. Da sahen sie plötzlich etwas Kleines am Ufer hin und her zappeln. Und sie traten näher. Es war, natürlich, wieder der Zwerg, dessen Bart in seiner Angelschnur verwickelt war. Er sah die beiden an und schrie sie auch wieder an, dass sie ihm gefälligst helfen sollten. Was taten sie also? Richtig, sie schnitten ihm das verheddete Stückchen Bart ab und der Zwerg war frei. Und was geschah dann? Der Zwerg brüllte die beiden wieder an, dass sie seinen kostbaren Bart verstümmelt hatten und er stapfte wieder von dannen. Sie trafen einige Tage später aber nochmal auf den wütenden, wenn nicht sogar tollwütigen Zwerg, nämlich als er beinahe von einem Vogel emporgetragen wurde und sie ihn gerade noch von ihm losreißen konnten. Und er schrie sie wieder an, da nun sein Röckchen gerissen war und er verschwand wieder. Also langsam hätte ich ihn einfach gelassen. Lohnt sich nicht, aber nein, Schneeweißchen und Rosenrot waren einfach zu guten Herzens. Sie liefen dann noch ein Stückchen weiter, aber dann graute der Abend und sie kehrten um. Da trafen sie plötzlich wieder auf, na auf wen wohl, den tollwütigen Grummelzwerg von Grummelstein.
Diese hatte einen Sack Edelsteine vor sich gestreut und diese glitzerten nun in der Abendsonne. Die beiden Mädchen blieben erstaunt stehen und beobachteten ihn. Da sah er sie und schrie sie wieder an und beleidigte sie sogar. Da hörten sie alle plötzlich ein Brummen aus dem Wald. Und aus diesem stapfte der Bär, der, den sie schon vom Winter her kannten, und er ging auf den Zwerg los. Dieser bettelte um Gnade und bat doch, dass er lieber die Mädchen fressen solle statt ihm. Da gab ihm der Bär einen kräftigen Schlag mit der Tatze und der Zwerg fiel zu Boden und regte sich nicht mehr. Schneeweißchen und Rosenrot hatten Angst und wollten schon davonlaufen. Da rief ihnen der Bär aber plötzlich hinterher, dass sie keine Furcht haben sollen. Erst da erkannten sie den Bären wieder, aber plötzlich fiel des Bären Fell ab und ein schöner Mann kam darunter zum Vorschein. Er erklärte ihnen, dass er der Sohn eines Königs sei und dass der Zwerg ihn beraubt und ihn zusätzlich noch in einen Bären verwandelt haben soll. Die beiden Mädchen, ja, glaubten ihm das natürlich. Und so gingen sie alle gemeinsam auf das Schloss des Königssohnes und Schneeweißchen wurde mit ihm vermählt und Rosenrot mit seinem Bruder. So, das war das Märchen mehr oder weniger grob zusammengefasst. Aber was ist denn nun der Hintergrund, die Definition dieses Märchens? Hier kommt er. Zunächst einmal soll dieses Märchen angeblich auf einer Fabel aus dem Jahre 1818 basieren. Und diese hieß Der undankbare Zwerg. Da geht es auch um, einen sehr grimmigen und richtig undankbaren Zwerg. Und apropos Zwerg, dass der Zwerg im Märchen so ausgerastet ist, als Schneeweißchen und Rosenrot ihm seinen Bart abschnitten, das kommt daher, dass Bärte als Symbol der Stärke galten oder immer noch gelten, und dadurch, dass das abgeschnitten wurde, wurde er quasi seiner Stärke beraubt, und das ist dann irgendwie schon verständlich, dass man da ein wenig austickt. Auch die Elemente spielen im Märchen eine wichtige Rolle. Der Zwerg hadert nämlich mit drei von diesen. Einmal mit dem Element Luft, als er von dem Vogel angegriffen wurde, dann mit dem Element Wasser, als der Fisch ihn zu sich zog, und zu guter Letzt mit dem Element Erde, als er am Baum eingeklemmt war. Ist schon recht interessant. Die Verwandlung von Tier zu Mensch übrigens passt auch auf den Glauben einiger Naturvölker. Und so passt auch die Natur zu diesen. Denn die beiden Mädchen waren guten Herzens und damit der Natur sehr verbunden. Und das Böse, der Zwerg also, wurde von ihr, also der Natur, dreimal bestraft, weil er nun mal böse war. Ja, die Natur schützte also hier das Gute und strafte das Böse. Wie auch im realen Leben. Dies war also eine grobe Definition des Märchens Schneeweißchen und Rosenrot. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Tüdelü.